Was braucht ihr? Das war das falsche Spiel. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Lady Lycan at Gaming. Heute in Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist ein Massen-Online-Rollenspiel. Vergleichsweise wie World of Warcraft, bloß ohne monatliche Kosten. Und im Moment könnt ihr meinen Level 80er Char sehen. Die Rasse heißt Char und es ist ein Ingenieur. Das heißt, ich kämpfe mit Pistolen, habe Granatenkills und kann Raketentürme etc. stellen. Recht lustige Klasse. Und hier erreichen wir jetzt das Auktionshaus, das ich euch auch einmal kurz demonstrieren möchte. Funktioniert ganz normal, wie in den meisten Online-Rollenspielen. Man hat einen Gegenstand, man schaut, wie der momentane Kurs ist und stellt es für den Preis rein. Da sieht man zum Beispiel im Moment, was so drin ist. Und man kann natürlich auch die Suche hier genauer definieren oder einfach gleich den Namen eingeben vom Gegenstand. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Es gibt diesen Kurs hier. Hier sieht man, für wie viel Gold man zum Beispiel Diamanten kaufen könnte. Ist wie ein Aktienkurs. Höhen und Tiefen. Und durchschnittlicher Preis für 100 Diamanten etc. Wenn man dafür kein Gold ausgeben möchte, kann man das natürlich auch gegen Echtgeld einlösen. Edelsteine. Wenn man hier dann draufklickt, kann man hier zum Beispiel Preis sehen und hier kann man dann auch eine Art und Weise der Zahlung auswählen. So, Diamanten muss man jetzt nicht zwangsweise haben. Man hat keine expliziten Vorteile dadurch, wenn man sie benutzt oder wenn man sie nicht benutzt. Es sind hauptsächlich Fun-Sachen drin. Unter Aktion sieht man reduzierte Gegenstände, die es im Moment zu kaufen gibt. Transmutationskristalle ist schon, wie der Name sagt, kann man das Aussehen seiner Rüstung anpassen. Das heißt, man hat einmal die Rüstung, von denen man die Stats übernehmen möchte und einmal eine Rüstung, von der man das Aussehen übernehmen will. Und die zwei Sachen kann man mit Hilfe so eines Steines kombinieren. Die sind für Level 80 und die sind bis Level 79. So. Mode ist nur relevant zum Transmutieren oder als Stadtkleidung. Und die kann man hier so testweise anziehen und gucken, wie es am Charakter aussehen würde. Und da gibt es ein mögliches Rucksäcke und halt auch nur Kleinigkeiten. Piratenkleidung, Hexenbesen, eine Sonnenbrille oder eine lustige Mütze. Hasenohren, Hornbrille, Lesebrillen, Piloten, Sonnenbrille, Pilotenmütze, ein Zylinderhut, einfach nur ein Kapuzenpulli und andere Oberteile und Hosen, Boxerhandschuhe etc. Man gewinnt durch diese Items keine Werte oder so, das ist rein optisch. Und hier hat man Verbrauchsgegenstände. Man kann diese Gegenstände alle in der Welt erhalten durch Belohnungen und auch bei Mobs finden. Die Chancen sind aber auch Glückssache. Zum Beispiel oft wird der Schwarzlöwentruhenschlüssel gekauft, weil man in der Welt bei Monstern und Quests eben die Truhen finden kann und man braucht einen Schlüssel, um sie zu öffnen, und in den Truhen können eben auch solche Gegenstände drin sein. Also ich habe einmal eine Truhe geöffnet mit einem Schlüssel und in der Truhe war wieder ein neuer Schwarzlöwentruhenschlüssel drin, und dann habe ich wieder die nächste geöffnet, da war nochmal ein Schlüssel drin und nochmal und nochmal, und das bis zu 5 Mal hintereinander, also Glück halt, ne? So, Hilfsmittel. Da sind die Transmodifikationsdinger, wenn man die Frisur ändern möchte, wenn man eine komplett Umstyling machen will, das heißt,
Gesichtsproportionen ändern, Augenfarbe, Augenform, Hautfarbe etc. Das Einzige, was nicht geht, ist die Rasse. Kann man nicht ändern oder die Klasse. So, dann eben so die Funny-Themes wie die Flöte, die ihr schon am Anfang des Videos gesehen habt. Und alternativ gibt es auch eine Tröte. Und ja, solche Lenkdrachen, das ist einfach nur so ein Drache, der dann über den Kopf rumschwebt. Wie so eine Art Haustier. So, Namensänderung, Wiederbelebungskugeln. So, dann Boost. Das ist vielleicht noch ein bisschen interessanter. Dadurch kann man zum Beispiel schneller leveln und aufsteigen. Hier zum Beispiel Erfahrungspunkte durchs Töten von Monstern. Oder Handwerksverstärkung, weil in Guild Wars 2 bekommt man EP für Handwerksberufe, also wenn man skillt. Und Karma ist eine alternative Währung, mit der man teilweise Gear kaufen kann und Kochzutaten etc. etc. Magisches Gespür ist halt, es erhöht dein Glück, dass du mal was Seltenes findest. So, Schwimmgeschwindigkeit und das ist so ein Multipack. Minis sind Haustiere. Haustiere sind einfach nur, die rennen dir hinterher und das war's. Mehr kannst du damit nicht anfangen. Und Upgrades sind auch noch relativ interessant, dass man das Bankfach erweitern kann auf zusätzliche 11 Punkte. Und Charakterplatz hinzufügen, damit man halt mehr Charakter erstellen kann. Oder digitale Deluxe-Upgrade. Deluxe-Upgrade ist jetzt aber kein Muss nicht. Man kann das gleich am Anfang kaufen, theoretisch für 59,99. Dann hat man das Deluxe mit der normalen Guild Wars gekauft. Aber wie ihr sehen könnt, diese Bonus-Sachen sind jetzt nicht unbedingt der Burner. Also ich würde dafür nicht 20 Euro mehr bezahlen. So. Und hier zum Beispiel Taschenplatz noch erweitern. Denn am Anfang sind hier die ersten drei gesperrt und man hat nur diese Plätze frei. Und Taschen kann man natürlich auch immer größere herstellen oder kaufen. Grüß euch! So. Das war soweit alles Interessante zum Handelsposten. Und mit dem Verkaufen funktioniert das dann so. Klick. Dann kann man hier am niedrigsten Preis anpassen. Und genau. Und dann so reinstellen. Dann lädt er kurz. Und dann ist es verkauft. So, dann habe ich hier noch wiederverwertbare Gegenstände in meiner Tasche. Dann kann ich hier verschiedene Wiederverwertungskits hernehmen. Für die nehme ich jetzt halt nur das Schlichte her. Und da jetzt meine Schlichten aufgebraucht sind, nehme ich hierfür die Edlen. Und da kriege ich eben Gegenstände raus. Edelstein, Essenz des Glücks, Accountbindung. So. Gut. Dann brechen wir mal in die große, weite Welt auf. Aber vorher hole ich mir noch ein neues Wiederverwertungskit. Nein, die hat neues. Zeit zu gehen. Innerhalb der Hauptstädte kann man kostenlos hin und her reisen. Außerhalb ist dann mit minimalen Kosten. Also zumindest für ein High-Level-Char ist das echt nichts, was man da zahlt. So. Hier hat man auch die verschiedenen Sachen zum Ressourcenabbauen, Holz, Kräuter und Erze. Und wie ihr seht, haben die verschiedene Level und je nachdem, in was für einem Gebiet man ist, braucht man einen Gegenstand mit einer bestimmten Stufe, die erfüllen sollte, weil sonst machst du bis später die Handwerkswaren beim Abbau kaputt. Der hat ja einen netten Transmogster. So. Dann schauen wir mal auf die Map. Möge Lissa euch helfen. Hier kann man sehen, Weltenabschluss. Wie viel man von der Welt aufgedeckt hat. Das heißt,
Hauptquests abgeschlossen in den jeweiligen Gebieten, Wegmarken, Sehenswürdigkeiten, Fertigkeitsherausforderungen und Aussichtspunkte. So, bevor ich jetzt aber aufbreche, habe ich noch etwas Besonderes zu zeigen für Leute, die Guild Wars jetzt noch nicht kennen. Ich persönlich habe sowas noch in keinen anderen MMOs gesehen. Das war beeindruckend. Und war recht amüsiert darüber, als ich es das erste Mal gezeigt bekommen habe. Wir werden jetzt zu einem Jumping-Rätsel, alias Sprung-Rätsel, aufbrechen. Hier seid ihr noch im Dienst? Löwenstein, ja, gibt drei Stück, die sind ihr versteckt. Müsst das nicht machen. Will ich aber. Wir machen das jetzt jeder vom Pirat. Ja. So. Da durch den Busch durch. Hey, nicht hängen bleiben. So. Hier noch durch den Busch durch. Mach, gib recht. Speed. Nochmal durch den. Nein, nicht nochmal durch den Busch durch. Sind ja schon da. Da haben wir zum Beispiel einen Aussichtspunkt. Den habe ich allerdings schon. Ja, und da hört ihr schon. Ein netter Geisterpirat. Und los geht's. So. Da ist bereits jemand anderes unterwegs. Der kennt sich hier aber scheinbar noch nicht aus. Vielleicht ist er schlau genug und folgt uns. Denn ich kenne den Weg. So, hier soll ein Labyrinth sein, aber ich lasse mich vom Labyrinth nicht austricksen. Sind die Beine schon müde? Man kann sich immer an den Fackeln orientieren. Oh, ihr seid immer noch da. Nicht schlecht, mein Schlecht. Vielleicht seid ihr alles Tages der Beute würdig, aber nicht meine Ruhe. Dann hier rechts rum. Über den kleinen Wasserfall. Stalaktiten rumhupfern. Schauen wir mal. Okay. Der Kerl ist schon mal nicht mehr da. So, Stacheln ausgerollt. Schön mittig durchlaufen. Der nette Piratengeist versucht uns immer so ein bisschen zu verarschen. An der linken Wand lang. Oh nee. Komm an der linken Wand entlang. Damit ich aufgespießt werde. Jetzt! Luftsprung! Nee. Ah, das habt ihr nicht kommen sehen, was? So, nehmen die Stacheln enger. Da kann man nicht mehr durchlaufen. Sterb! Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Geschafft. Da haben wir noch jemanden. So. Muss mal hier runter. Und hier Punktlandung. Und drüber. Okay, der hat seinen Einsatz gemacht. Auch gut. So, jetzt kommen wir gleich in die Dunkelkammer. Dafür habe ich aber einen Trick mit meinem Inji. Ich zücke mal meinen Flammenwerfer. Euer Leben liegt in meiner Hand. Dann überliste meinen Kapitän.
Der macht halt immer das Licht an und aus. Mal kürzer, mal länger. Upsala. Jetzt unten? Wahrscheinlich. Mach mal das Licht an, Mr. Pirat. Okay. Ich halt mal zurück. Man kann hier natürlich auch das Gamma ein bisschen hochstellen, dann sieht man hier auch ein bisschen mehr, aber ich mag keine Umstellungen. Mal wieder orientierungslos in der Finsternis. Nicht geschummelt. Hey! Also, so, das ist das letzte Hindernis, weil man stirbt, da stirbt man, hier kann springen, hier überlebt man's. Bei den anderen ist nämlich kein Wasser da. So, voilà, eine prachtvolle Truhe. Oh ja. Das ist meine Beute. So. Och, was haben wir denn da? Aufsteigende Fragmente. Wiederverwerten, wiederverwerten. Und das kann man im Auktionshaus verkaufen.
Geht was zwei, kann man von jedem Ort aus verkaufen. Bloß das Geld abholen kann man nur beim Auktionshaus selber. Genauso wie gekaufte Gegenstände. So, Mr. Pirat. Ihr habt vielleicht meine Schatz gefunden, aber dieser Kammer entkommt mir nie, um ihn auszugeben. Hoffentlich haben wir ein paar Spielkarten dabei. Verhungern dauert etwas. Ach nee, mein Lieber. Da ist ein Loch in der Wand. Wie seid ihr beim Klauen gekommen? Ihr seid ein Schnitzel. Das geht nicht zu. Ja. Ach, ihr wart eh nicht mein Typ. Nicht so wie Conny. Sie war eigentlich auch nicht mein Typ. Nicht wie meine Töchter. Hier gibt es zum Beispiel noch einen Kulturhändler. Hier kann man die Karma-Punkte eintauschen. Ist aber alles Level 40. Aber für Level 40 sind die ganz gut. Bis dann. Der Bug ist ja nach wie vor. Schaut mal. Waffenschmieden. Und hört mal hin, wenn ich ihn jetzt anspreche. Mögen die Sechs euch behüten. Hört sich sehr männlich an, ne? Hm. Soweit, das war ein Sprungrätsel. Das ist eins von den leichteren. Also, das von einer Suche finde ich persönlich am schlimmsten. Da kann man sich teilweise echt grün und blau ärgern. Soweit, so gut. Das war's erstmal mit dem ersten Video, da eine Fortsetzung folgt, wo ihr dann einen kleinen Einblick in ein Questgebiet erhalten werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif und viel Spaß noch. Zeit, echten Schaden anzurichten.